Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Warum wollte ich jetzt die Skyline sagen? Wir haben hier gerade wieder weiter erforscht und können jetzt dem hier auch nochmal sagen, dass der hier was anderes erforschen soll. Ich will nochmal gucken, ob ich jetzt vielleicht hier das Gehege erforschen darf. Weil irgendwie tut uns Sound hier rüber scrollen, was komisch ist. Aber egal. So, wir wollten hier ein Gebäude jetzt hinbauen. Leute, wir gehen jetzt mal in den Baumodus. Und das Wichtigste ist jetzt erstmal abzugrenzen, wie wir bauen. Es ist ja quasi eigentlich nur die Wasseranlage. Mehr ist das ja gar nicht, ne? Bedeutet, wir müssen... Wir können es ja rein theoretisch auch hier so ein kleines Wäldchen Oma Brumm setzen und da das dringend verstecken. Wie sehe ich denn nochmal, wie groß der Einfluss negativ ist? Gebäude. Negative Einfluss von Gästen. So weit? Das müsste hier mittendrin, also da hocken. Wir können es ja mal einsetzen, wenn wir wo ist denn das jetzt? Einrichtungen? Ich glaube, unter Einrichtungen bist du, ne? Wo ist denn hier so ein Wasserteil? Hier würde das ja vollkommen reichen. Wie groß ist dein negativer Einfluss? Oh Gott. So, besser jetzt hat ja. Okay. Es müssten. Wo ist denn hier die Frontseite? Einmal drehen das Ganze bitte. Verschlüsselte Barrieren. Ich finde es halt schade, dass wenn du eine Wand außenrum baust, dass das zum Beispiel immer noch einen negativen Einfluss irgendwie hat. Was halt irgendwie ganz, ganz komisch ist. So, dann tun wir jetzt mal hier einen Weg hin planen für Mitarbeiter. Den wir aber schauen, dass wir so ansetzen, dass er vielleicht versteckt ist. So perfekt. Und dann bauen wir jetzt noch außenrum ein bisschen Natur. Ein bisschen Natur außenrum. Haben wir denn irgendwas Höheres? So, schau mal, so ein Palmchen können wir hier außenrum ein bisschen setzen. So. Ein bisschen andere Palme. So. Dann tun wir so ein bisschen... Nee, das ist ein bisschen groß. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen höheren Busch haben. Bisschen höheren Busch, was versteht denn ihr da drunter eh? Den richtigen Button zu finden ist jetzt auch nochmal eine Schwierigkeit, ne? So ein bisschen hier das so einkreisen, dass das halt nicht unbedingt direkt auffällt, ne? Haben wir so überhängende Palmen? Haben wir sowas? Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Hier, den so drüber. Den nochmal genauso umgedreht hier so hin. Ups, das ist jetzt aber irgendwie nicht da. Genau, dann hat es so ein bisschen... Von außen siehst du das jetzt nicht unbedingt. Wenn du nicht weißt, was das ist, ist das für dich das nächstbeste Gehege. So. Außerdem kann man ja noch weißer Kuckuck was aus drum bauen. Was fliegen denn hier schon wieder bei mir für Viecher darum? Ich habe meinen eigenen Zug gerade bei mir davor in meinem Zimmer drin, ey. Wasser. Oder? Wir können jetzt hier auch was mit Wasser bauen. Dann würde ich hier eigentlich das Bärengehege bauen, großes. Würde Barrieren. Nehmen wir wieder unser Ziegel. Was ist denn das jetzt gerade ausgelegt? Machen wir mal Glas. Ich würde hier vorne mal Stein machen und dann... Ganze einmal nach hier hinten ziehen.
Und dann eine gerade Kante. So. Das braucht natürlich dann auch einen Eingang. Dafür brauchen wir nochmal ein paar Wege. Ein paar Wege. Schön am Gehege entlang auch, ne? Dann machen wir da wieder nur Mitarbeiterwege lang. Ich weiß nicht, was die gerade meckern, aber... Gerade nicht mein Problem. So. Wir haben wahrscheinlich wieder irgendeine Veterinärforschung abgeschlossen und die Leute finden mal wieder irgendwas nicht. Wie läuft es an der Erforschung des anderen Dings? Ja, das ist fast durch. Da kann man auch fortgeschrittene Forschung. Das tun wir mal danach erforschen. Das würde mich auch interessieren. Was fällt bei denen unter fortgeschrittene Forschung? Und mich würde interessieren, warum ich das hier nicht forschen darf. Ja, vielleicht muss ich einfach mal wieder das Spiel danach neu starten und pipapo. So, wir tun jetzt mal hier das Gehege herrichten. Bedeutet, einmal auch die Barriere bearbeiten. Einmal außenrum ziehen. Was ist denn die Höhe jetzt ausgelegt? Relative Höhe. So, das wollte ich. Ich hätte gerne einen 3,50 Meter hohen Zaun jetzt erstmal. Perfekt. Dann tun wir hier drinnen die Bäume mal entfernen. Die passen mir hier nicht ins Gehege rein. Oh. Ich habe gleich gerade das oben drüber hier zerstört. Ups. Naja, ist ja wurscht, da kann man noch was Neues hinbauen. Der Eingang soll nachher eh... Gehege auswählen. Warum darf ich die jetzt zum Beispiel nicht abreißen? Also die darf ich hier alle abreißen. Außer aus irgendeinem Grund den. Den und den, die sind irgendwie so nö. Warum sollte ich jetzt abgerissen werden, ne? Selbst den darf ich nicht abreißen. Hä, das ist ganz, ganz komisch. Ich check's nicht. Aber okay. Was wir nicht jetzt hier machen, ist was ganz Neues. Und zwar, wir bauen aus Steinen und allem Möglichen einen Unterschlupf für die Tiere. Nicht so, sondern einen Steinunterschlupf. Das habe ich auch noch nicht gemacht bis jetzt. Bedeutet, wir müssen unter Natur und dann unter Steine. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal ein Grundgerüst legen aus den Steinen, mit denen wir arbeiten wollen. Wo sind die Steine? Okay. Das sind jetzt mal unsere grundlegenden Steine, mit denen wir den Unterschlupf bauen. Okay. Machen wir hier einen Eingang rein. So mäßig. Und warum das jetzt hier so komisch ausschaut, ist, dass wir sozusagen... Das ist für mich so die Grundschiene, wo ich drauf arbeite jetzt dann. Kann ich das dementsprechend drehen, so wie ich es will? Perfekt. Nein. Aufrecht stehen. Dann tun wir nicht nochmal den Eingang bauen. Machen wir einen Naturunterstand. Ich hoffe, den erkennt er auch als Unterstand an. So. Ob das funktioniert, ist mal so die andere Frage, ne? Ansonsten ist das hier halt so eine Nachmache von, wie hieß das? Dieses Teil mit den ganzen Steinteilen in Britannia. Die Steinkreise Stonehenge. Sonst ist es halt ein
nachgebautes Stonehenge. Stonehenge. Meine Fresse, ey. Zack. Ups, das wollte ich jetzt auch nicht. Nach da drüben wieder. Und zack. Gott, schaut der Scheiße aus. Okay, jetzt wollen wir solche nee, nicht solche. Solche. Nee. Platten bräuchten wir. Das ist eine tolle Platte. Umdrehen nur noch einmal. So. Jetzt müssen wir die nicht jedes Mal der Richtung anpassen. Ach du Scheiße, das wird witzig. So. Oh, geht besser, als ich mir vorgestellt habe jetzt gerade. Es wird zwar jetzt relativ monoton wahrscheinlich ausschauen, aber es ist ja auch das erste Mal, dass ich jetzt so baue. Ich habe davor gedacht, das wird, gar nichts. Aber ich mir dachte, fürs Let's Play probiere ich mich jetzt auch mal da drin aus. Man setzt auch die Steine dementsprechend immer unterschiedlich. Und die Feinheiten kann man ja nachhinein auch immer setzen. Jetzt müssen wir hier wieder in die Drehrotation rein. So, und nach vorne das Ganze wieder. Aber so schlecht schaut es jetzt auch nicht aus. Das hat halt sowas Natürliches an sich dann, auch wenn das jetzt ausschaut wie aufgesetzt und gebaut, aber es hat trotzdem was Natürlicheres als jeder andere jedes Gebäude für sich für einen Unterstand, aber es hat halt dementsprechend auch den Aufwand, ne? Vielleicht sollte man sich sowas mal auf einer Welt, wo man einfach so viel Kohle hat, irgendwie bauen. Und dann das kopieren oder so. Aber wenn man das jedes Mal von neu macht, klar, dann ist sein Zoo ein bisschen einzigartig. Wir tun jetzt mal die Seite aufstellen. So. Eine neue Idee. So, nach hier drüben. Noch einmal das Ganze drehen. Habe ich das platziert oder nicht? Oh, habe ich schon platziert. Hupsala. Da siehst du jetzt so ein bisschen die Steinwände. Das ist, hat schon echt was Geiles. Also... Ich habe mir immer so vorgefertigte Teile genommen, bis jetzt immer grundsätzlich. Ich war immer so der Fertigbauteil. Ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie das alles selber herauszufinden und selber drum zu basteln. Das war nicht so meins. Ne? Das haben wir gedacht, war schon fürs Let's Play so ein bisschen. Ein bisschen Scheiße bauen, das wird ja eh nix. Und pipapo, aber man muss ja lassen, das schaut doch gar nicht so gut aus. Also, wenn man jetzt das noch richtig cool irgendwie bedecken kann. Wäre das natürlich mega, aber schauen wir mal. Das sind jetzt große Steine. Haben wir jetzt nur noch relativ platte Steine? Hm, warte mal, hoch damit. Perfekt! Für das Mittelteil ist das perfekt, glaube ich. Ja. Das hat... was für sich. Mal hier drüben. Und absetzen. Als erstes muss das mal nach da drüben in der Richtung aufgesetzt werden. So.
Perfekt. Dann drehen wir das Ganze mal um 90 Grad. Setzen es wieder auf gerade. Schieben das Ganze wieder nach da drüben. Passen das hier an. Passt schon perfekt. Oder auch nicht, warte mal. Den müssen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer setzen. Dann gehen wir jetzt auf Escape, tun den oberen löschen. Das geht jetzt natürlich auch so. Jetzt tun wir hier so. Eine dickere Stein. Außenfassade im Grunde reinsetzen. Schaut irgendwie cool aus. Ich weiß nicht wieso, ich find's cool. Ich gerade auf dem Boden. Oh. Typisch ich so. Kleiner Stein. Kleiner Stein. Kleiner Stein. Kleiner. Ganz kleiner Stein. So. Und jetzt hat mit den eher massiven Steinen nochmal probieren, einen Teil halt abzudecken. Der ist ein bisschen groß. Den hat man, glaube ich, schon. Bisschen mehr Abwechslung muss ich vielleicht reinkriegen. So. Da muss jetzt ein Mini-Steinchen irgendwie wieder rein. So. Genauso hier so. Alter, das wird ein mega Unterstand, Leute. Und das machen wir auch noch in dieser Folge fertig. Einfach nur, weil wir es können in dem Fall. Und weil ich wissen will, wie das ausschaut, wenn wir es fertig haben. So. So, hier das nochmal drehen. Ja, ich verwende teilweise jetzt immer dieselben. Auf so eine schnellere Weise, weil ich glaube, wenn ich zu viel drüber nachdenke, dann schaut das am Ende wieder zu unrealistisch aus, wenn wir jetzt einfach so Stein nach Stein gewissermaßen so, wie man gerade im Gedächtnis hat, aufsetzt. Dann hat das nachher was Natürlicheres. Ich weiß nicht, ob ihr mir da so folgen könnt, aber ich habe, das geht gerade bei mir so im Kopf rein. Also ich tue halt jetzt nicht wirklich drüber nachdenken, wie das, wo jeder Stein hin soll, sondern ich versuche einfach so, wenn mir der Kopf sagt, da ablassen, dann lasse ich den Stein schnell ab, so. Um halt dann das gezielte Resultat anzustreben. Ich will dauernd irgendwie den Stein haben, aber ich will den nicht mehr. Mein Kopf sagt, guck, der ist doch schön. Er macht zu viel von der Struktur immer kaputt. Aber auch nicht. Das ist eine ganz interessante Sache. So. Na, das ist ein bisschen zu groß jetzt mir wieder.
die Seite ist noch von. Das ist so viel Stein, was ich hier verwenden muss. Warte mal, ich habe jetzt noch eine Idee. C. Wo ist denn da die dicke Seite? Da unten. So. Ich fände es geil, wenn am Ende die Viecher raufklettern würden. Ich sage euch, ich würde das so feiern irgendwie. Wenn dadurch, dass er das sozusagen erkennt, dass das möglich ist zu betreten, dann sagt, jo, kletter mal darauf, Bär. Und der Bär dann so, jo, mach ich, ich bin unterwegs. Ich würde das so abfeiern, wenn das ginge. So, jetzt müssen wir hier ganz easy drei von denen hinsetzen. Setzen den ein bisschen rein. So. Und dann nehmen wir mal so eine Stange. So aber. Hat es nicht immer so Löcher, das schaut. Ich finde, es hat was. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Sagt es mir doch mal in den Kommentaren. Und in der nächsten Folge machen wir dann das Gehege fertig. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.